Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Gothic 2. Ja, das mit einer Hand Timer konfigurieren muss ich nochmal üben. Auf jeden Fall haben wir... Oh, es laggt es gerade? Ist die Framerate gerade eingebrochen? Ne, jetzt ist es wieder normal. Egal. Auf jeden Fall haben wir in der letzten Folge, dank Lobart und seiner Bauernkleidung, beziehungsweise dank dem Händler und seinem Passierschein, endlich Zugang zur Stadt erlangt. Wobei wir eigentlich nur eine der Sachen brauchten, aber wir sind natürlich... ein guter Abenteurer, wir erledigen diese Sachen doppelt. Auf jeden Fall sind wir jetzt in der Stadt, die glaube ich auch entweder Corinis heißt oder nur Stadt. Also Corinis wie die Insel. Aber ich denke mal, ich werde die Stadt einfach Stadt nennen. Ja, wir können noch nicht alle Bereiche betreten. Haben wir auch letzte Folge erfahren von diesem einen Paladin. Wir müssen erstmal irgendwie hier Bürger der Stadt werden. Also damit die uns hier ein bisschen anerkennen und wissen, ja, der ist in Ordnung. Beziehungsweise wissen, ja, der will uns nicht gleich umbringen. Ja, wir müssen Lehrling werden. In einer Fail-Aufnahme, beziehungsweise im Nachhinein nenne ich die immer gerne Testaufnahmen, haben wir festgestellt, oder habe ich festgestellt, dass es einen Bogner, einen Schreiner und einen Schmied zumindest gibt. Vielleicht gibt es sogar noch einen Lehrmeister. Aber ich denke mal, wir werden uns für den Schmied entscheiden, weil, wer sich an Gothic 1 erinnert, wo wir unendlich quasi Geld dadurch machen konnten, dass wir Rohlinge kaufen und die zu Waffen weiterverarbeiten, jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Naja, auf jeden Fall denke ich mal, wir werden zum Schmied gehen, weil wir damit vielleicht, ich weiß nicht, wie es hier läuft, aber ich hoffe mal, unendlich Kohle verdienen können. So, und deswegen sprechen wir mal mit dem Schmied. Hey, du. Ja, wir sind direkt und freundlich wie immer. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein. Meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Na gut, wir haben ja tausende Jahre alten Dämon besiegt und unzählige Orks abgeschlachtet, ganze Orks-Stämme ausgerottet, ganze Kobold-Stämme ausgerottet, ganze Goblin-Stämme ausgerottet, ganze Lurker-Stämme ausgerottet, ganze Blutfliegen-Stämme ausgerottet, ganze Wolfsfamilien ausgerottet und alle möglichen anderen Viecher massakriert. Aber ich denke mal, der Schmied hier wird härter als wir sein. Der hat wahrscheinlich schon das fünffache von dem, was wir getötet haben, getötet. Deswegen sind wir einfach mal ehrlich und sind kein Taugenichts. Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Soll ich Fotos schießen oder was? Bring mir die Waffe. Die Kamera wird erst in 500 Jahren erfunden. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Ja, okay. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen, werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Ja, vielleicht sollte ich erstmal die Leute aussprechen lassen, beziehungsweise warten, damit die Dialoge zu starten, bis ich ausgesprochen habe. Auf jeden Fall sollen wir jetzt die Waffe eines Orks uns besorgen, aber in unserer Verfassung bis jetzt, also unserer jetzigen Verfassung, glaube ich nicht, dass wir das so ohne weiteres hinkriegen werden. Also ich denke mal, so ein Ork wird stärker sein als so ein schwacher menschlicher Bandit. Deswegen wird das erstmal schwierig für uns werden. Okay, was können wir sonst noch mal? Wir könnten auch mal mit den anderen Meistern, denke ich, reden. Also im Schreiner, vielleicht können wir dann ja, wenn wir bei dem Lehrling werden, irgendwie Stühle herstellen und damit die Gegner bewerfen, hey, oder was. Ah, ein neues Gesicht. In Amnesia würde das sicher nicht funktionieren. Aus Corinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Zardas. Ja genau, wir suchen mal nach Arbeit. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Toll. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Wenn du das hören möchtest. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Da fehlt aber einer.
Oder wollen wir uns hier nicht den dunklen Segen von Belia holen? Wieso ist es dunkel geworden? Damit wir, damit unsere Waffen, nee, damit unsere Tische endlose Horden von Monstern niedermachen können. Ja, okay, über die Paladine wird so ein Tischler nicht viel wissen. Das ist vielleicht interessant. Klingt nach einer Quest. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Er wollte halt mal an was anderem hobeln. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Okay, er hatte wohl viel Geld. Naja, wobei, der Miliz melden? Wenn er sein Neffe ist? Wahrscheinlich eher nicht, aber vielleicht kriegen wir ja die Quest, ihn zu holen. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Also heißt die Stadt doch Korinisch. Korinisch? Nein, Korinis. Ach, können wir den jetzt nicht mal irgendwie einfangen oder sowas? Oder ist das jetzt einfach nur, weil wir haben ja einen Tagebucheintrag gekriegt, ne? Also müsste eigentlich irgendwas damit schon sein. Der Vermisste. Genau. Wobei es klingt so, zumindest der Quest nach, dass wir den wahrscheinlich irgendwo anders suchen werden. Also beziehungsweise nicht im Bordell finden. Vielleicht wurde er ja von irgendwelchen Banditen überfallen, wer weiß. Auf jeden Fall, mit ein bisschen Glück gibt es da eine Quest für uns. Und eine schöne Belohnung. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosbo. Moin. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ja, also diese Direktheit und diese Auslassung unnötiger Informationen wie mir geht's gut, wie geht's dir, hallo, ich grüße dich, schöne Reise gehabt oder bist von einem Ork abgeschnachtet oder angegriffen worden. Ja, solche unglaublichen Nebensächlichkeiten gibt's hier zum Glück nicht. Hier sind die Leute ziemlich direkt. Was aber auch eindeutig der Charme von Gothic 1 bzw. Gothic überhaupt den ersten Gothic-Teilen ist. Ja. Ich suche Arbeit. Wir suchen mal wieder Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Oder wurde er an den Nagel gehängt? Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Okay, ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Also Felle können wir bei dem hier abliefern. Dann müssen wir aber erstmal lernen, wie wir Felle überhaupt von den Viechern abziehen können. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Okay. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Nun gut, ich werde zustimmen. Aber unter einer Bedingung. Arbeite wenigstens eine kurze Zeit lang für mich. Dann kannst du mit Sicherheit sagen, ob dir mein Handwerk liegt oder nicht. Und wer weiß? Vielleicht gefällt es dir am Ende ja und du bleibst bei mir. Wenn du gut genug bist, um bei mir anzufangen, bist du auch gut genug für alle anderen hier. Also irgendwie gefällt mir nicht, wie sehr der Typ da uns dazu bringen möchte, für ihn zu arbeiten. Da ist irgendwas Gefährliches sicher. Wahrscheinlich braucht er dringend einen Lehrling und dringend jemand, der blöd genug ist, rauszugehen und irgendwelche Viecher zu jagen, während er von Orks verfolgt wird oder irgendwas. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Cool. Und du besorgst mir, sagen wir, 50 Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Oder bei einem der anderen Meister, wenn du unbedingt willst. Okay.
Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Verdammt, wir haben keine Lernpunkte. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Ist gut. Also wir müssen eine Stufe aufsteigen, damit wir Lernpunkte kriegen. Das ist ja dieses System von Gothic gewesen, was auch in Nerim zum Beispiel jetzt übernommen wurde, weil in, also Oblivion ist dem, also wer Nerim nicht kennt, Nerim ist eine Total Conversion von Oblivion, also dem Vorgänger von Skyrim. Eine Total Conversion, wenn das jetzt nicht so ein geläufiger Begriff ist, ist einfach eine quasi eine Mod, die die gesamte Welt in dem Sinne umkrempelt, also neue Texturen, neue Welt, neue Story. Auf jeden Fall in Nerim wurde auch das alte Oblivion-System gegen ein Lernpunktesystem wie in Gothic übernommen. Deswegen ist mir gerade dazu eingefallen. Also ein schon ganz gutes System. Hey du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Warum haben alle diese Zettel? Hier, dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir? Frag sie doch selbst. Ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder? Nein, die sind tot. Dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie... dass wir auch von der Miliz gesucht werden oder sowas in die Richtung. Aber wenn wir einfach nur von Banditen gesucht werden, ist das jetzt nicht so wichtig und dringend. Okay, das hier sind nur Burger. Man darf halt nicht alles glauben, was hier ist genau noch so ein Gemischtwarengeschäft. So ein Typ, der einem auch Bandagen wahrscheinlich oder sowas in die Richtung verkaufen wird. Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder. Noch ungetragen. Interessiert? Warum hat ein Gemischtwarenhändler sowas? 250, das ist zu viel. Aber zumindest wissen wir, wo wir unsere nächste Rüstung herkriegen. Okay, hierfür müssen wir eine Stufe aufsteigen. Für einen Ork müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Er hier, hat er eigentlich irgendwas gesagt, was wir machen müssen? Hey. Wie steht es mit deiner Zukunft? Ich habe ihn noch gar nicht danach gefragt. Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ach stimmt. Ah, verdammt, das war der Typ mit den Segnungen. Okay. Dann wurde ja auch noch irgendwas von so einem Alchemisten gesagt, den müssten wir dann auch noch finden. Aber erstmal denke ich, gehen wir jetzt zu Vatras, dem Wassermagier. Kann auch sein, dass wir den schon mal in Gothic 1 getroffen haben, aber die Namen von den Wassermagiern habe ich jetzt, nicht so gemerkt. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Ja, also er ist Anhänger von Adanos, also ein Wassermagier. Adanos hier, der Neutrale, Innos der Gute und Belia der Böse. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Schöner Ort. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Wollen wir uns den Ring des Wassers anschließen? Ich glaube, erst später. Genau, wir brauchen ja den Segen. Ich bitte um deinen Segen. Hey, Stufe aufgestiegen, das ist cool. Segen geben, Fremder. Ich will als Lehrling bei einem der Meister an der Unterstadt anfangen. Einfach mal den allgemeinen Segen. Adanos, mein Sohn. Okay, und die Wörter haben uns dann jetzt schon mal ein bisschen näher an unseren unser Bürgertum gebracht. Ja genau, wir müssen ja noch den Segen von Innos uns holen. Wo finde ich einen geweihten Innos? Am besten schaust du mal am Marktplatz vorbei. Dort wirst du einen Abgesandten des Klosters finden. Okay. Also zum Marktplatz müssen wir dann auch noch. Aber erstmal werden wir uns jetzt von dem... schneller geht's scheinbar nicht. Werden wir uns von dem... Jäger da beibringen lassen, wie wir Viechern die Felle abziehen können. Dann können wir auch mal auf Wolfsjagd gehen und kommen unserem Ziel noch ein kleines bisschen näher. Aber es ist schön, dass wir jetzt aufgestiegen sind. Wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Moment, Charakter, genau. Lernpunkte 10, okay. Warum heißen die alle Bürger? Die hätten
hätten ihnen ja zumindest Eigennamen geben können. Zumindest jetzt zum Beispiel, das ist wahrscheinlich die Frau von dem Jäger da, von Bospa, da hätten sie sie vielleicht Bospine nennen können. Oder irgendwas, aber Bürger ist irgendwie... Ja, wobei, eigentlich ist es schon ziemlich cool, dass hier die Charaktere bzw. die NPCs auch noch so einen eigenen Tagesablauf und alles mögliche haben. Das heißt also, ist schon ziemlich viel Liebe im Detail. Aber ich finde, so einen Eigennamen machen die Welt ein bisschen realistischer. Realismus in Anführungszeichen. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut. Yeah. Hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Und durch diese zwei magischen Sätze sind wir jetzt in der Lage, Viechern perfekt die Felle abzuziehen. Zeig mir deine Ware. Okay, wir haben 44 Gold. Ja, die Dinger sind alle zu teuer für uns, ehrlich gesagt. Ja, die sind alle. Können wir irgendwas verkaufen vielleicht? Die rostige Axt benötigt Stärke. Was können wir? Wir können die ganzen Kräuter verkaufen, aber ich glaube für diesen Alchemisten gab es eine Sammelquest, also sammel so und so viele Kräuter von der Sorte und so. Deswegen behalte ich die Kräuter erstmal und werde die dann erst, nachdem ich weiß, was der Typ von uns möchte, da dann verkaufen. Ich glaube genau, der war versteckt, der war nämlich hier in der Unterführung, genau. Tatsache, ja, das ist... Für den Typen musste ich in der Komplettlösung nachgucken, wo der sein soll, weil ich ihn ums Verreck nicht gefunden habe. Aber ich meine, wer nistet sich auch schon in irgendeiner Unterführung hier ein? Ja. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Sieht so aus. Meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Cool. Das war jetzt einfach. Ich dachte, es gäbe eine Sammelquest. Vielleicht ist das auch nur, wenn wir bei ihm als Lehrling anfangen wollten. Aber so ist es eigentlich ganz cool. Ja. Wobei, ist die Frage, ob wir jetzt auch bei dem quasi die Quest erfüllen könnten, dafür Erfahrungspunkte kriegen und dann bei einem anderen Meister anfangen. Ich bin mir da gar nicht sicher, ob das geht. Ja, ich denke mal, wir werden uns die Quest aufheben. Also den Typen. Ich denke jetzt, dass ich in dem Aufnahmeblock nicht die ganzen Lehrlingssachen da machen werde oder diese Quests. Und dann gucke ich mal. Vielleicht weiß es ja auch einer von euch, ob man alle Lehrlingsquests machen kann und dann bei einem anderen Meister anfangen kann. Als bei dem man dann die Quest gemacht hat. Ja. Von der Zeit her, okay. Ich denke mal, wir können zumindest das Hafenviertel nochmal angucken. Oder zumindest mal mit dem Typen hier rein. Was willst du? Ich wollte mich hier mal umsehen. Und wo genau willst du hin? Ist die Frage. Was gibt es denn hier Interessantes zu sehen? Hier gibt's einen Puff und eine Kneipe. Toll. Der Wirt heißt Cardiff. Wenn du Informationen willst, dann sprich mit ihm. Er ist der richtige Mann dafür. Brauchst du eigentlich Geld? Hast du was zu verschenken? Nein, aber direkt hier gegenüber ist das Haus von Lema, dem Geldverleiher. Er wird dir sicher ein paar Goldstücke geben. Geh nur zu ihm. Arbeitest du für Lema? Schlaues Kerlchen. Das war jetzt aber nicht so schwer zu erwarten. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Stadtwache hat vor kurzem das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt. Sie waren auf der Suche nach Diebesgut. In letzter Zeit gab's eine Menge Diebstähle hier. Vor allem in den besseren Vierteln. Klar, dass sie das alles auf die armen Schlucker im Hafen schieben wollen. Na ja, gut. Aber ich würde sagen, weiter geht's in der nächsten Folge, in der wir uns dann mal das Hafenviertel ein bisschen genauer angucken und vielleicht schon eine Quest für so einen der Meister da erfüllen können, wer weiß. Kann ich die Kamera? Nein. Von vorne gibt's leider keine Ansicht. Trotzdem, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.